Ich habe, Freunde, heute ein ganz besonderes Video. Normal sitze ich ja immer vom Computer, aber jetzt, wo Nico da ist, kann er auch mal hier aufnehmen, Freunde. Und ihr kennt das ja, wenn ihr ein bisschen Geld sammelt, diese Münzen, das haben auch schon viele YouTuber und Streamer mal gemacht, diese zum Bank zu bringen und zum Automaten, um zu gucken, wie viel das ist. Ich habe hier so ein kleines Glas und das habe ich, weil mein großes Glas hier schon voll ist. Das ist auch sehr schwer, ne? Ich würde sagen, 2 Kilo oder 3 wiegt das schon, ne? Da sind jetzt verschiedene Münzen drin, wenn wir jetzt hier reingucken. Ist jetzt nicht nur diese Cent-Münzen und so. Und ich würde schätzen, das Glas und das Glas zusammen würde ungefähr, ich sag mal so, 40 Euro vielleicht. Nico, der Kameramann, was tippst du? Ich sag, das wird schon so bis zu 100 werden. Bis zu 100. Man denkt ja nicht, wenn so hier im Glas was drin ist. Boah, das kannst du kaum halten, solange, dass es so viel Geld ist. Stell dir mal vor, ich würde im Einkaufsladen was einkaufen und sagt 100 Euro. Ja, Moment. Und ich dann die Münzen. Nein, Digga. Wir schauen mal, wir gehen mal zur Bank, wir müssen mal gucken. Vor der Bank, dann sprechen wir gleich nochmal, wenn wir losgehen. Vor der Bank nochmal, weil ich weiß nicht, ob wir in der Bank so viel reden können, weil da so Kunden sind. Auf jeden Fall werden wir dann halt da filmen. Und dann wird Nico vielleicht filmen und ich würde mal kurz sagen, so, boah, das ist ja viel Geld oder so. Keine Ahnung, wir gucken mal dann auf den Zähler drin und dann draußen wahrscheinlich wieder labern. Wir darf wahrscheinlich gar nicht da aufnehmen oder so. Keine Ahnung, wir machen das so illegal sozusagen. Also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber da sind ja auch Kameras. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir treffen uns vor der Bank gleich wieder. Wir gehen jetzt mal los. So, Leute, Jacke. Hier auch meine Wohnung ein bisschen. Und hier mein Equipment. Kann der Nico nochmal. Ein paar Kartons. Ist, glaube ich, jetzt auch dann spiegelverkehrt, aber naja. Ja, ist egal. So, dann brauchen wir. Hast du eine Maske? Die Maske habe ich drin, ja. Ich brauche eine Maske. Ich habe keine. Ich glaube, ich habe auch immer eine Ja, Notfallmaske hier. einstecken zur Not. Nee, habe Hier, ich nicht. Leute, Hört hier mal. ist meine Maske. Ich bin extra sicher, ich habe FFP2 Masken. Okay. Dann würde ich mal sagen. Achso. Wir gehen los. Ich habe schon den Fall gefunden zur Bank. Der Game Master hat uns den Weg markiert hier. Sagen wir Bescheid, wenn wir noch einen Fall finden. Jo. Hier haben wir noch einen Hut gefunden vom Game Master. Ja. Den hat er wohl verloren, den Hut. Okay, weiter geht's. Hey! Guck mal, hier haben wir noch eine Münze gefunden. Die gehen wir auch noch zur Bank. 5 Cent mehr, Leute. Yeah! Da haben wir schon noch mehr Geld. Spur vom Game Master. Ja, noch oh mal Gott, ein Pfeil aus. Ein Pfeil in die Richtung. Komm, wir nehmen die auch noch mit. Digga, wir sind noch reich hier unterwegs. Findet ihr auch mal so viel Geld auf der Straße? Oh. Noch mal fast ein Euro oder so. Krass. Mal weiter. So, Nico, hier vorne noch. Da schieben wir die Ampel. Dann sind wir gleich bei der Bank schon. Dann melden wir uns nochmal, Freunde. So, okay, Leute, wir sind jetzt hier bei der Bank. Ihr müsst jetzt ein bisschen leise sein. Nico filmt gleich heimlich, die hat auch noch offen. Es geht die Münzen rein. Wir gucken mal, wie viel Kohle und sprechen dann draußen halt. Das erste Mal rein. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ey. Muss ich die einzeln reinstecken? Ich glaube, hoffe nicht. Oh Mann. Ich glaube, einfach in die Wanne fest. Guck mal hier. Stimmt. Nutzen Sie Service mit Münzenrollen wie ein günstiger Pauschalpreis an der Universität. Karte, Sparkasse einstecken. Notenmünzen eingeben. Folgen weiter im Display. Kann man das hier unten einfach mal reinmachen? Ja, ich glaube, da muss man noch deine Karte reinmachen. Und dann?
die Gebühr wird reduziert. Noten und Münzen wechseln. Rollen wechseln. Was drücken? Hier unten ist das Geld. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht so. Jetzt muss ich auch ran. Ja, ich glaube, man kriegt nur Münzen, Geldscheine, Münzwechsel, Geldscheine, Münzen, Münzen, in Münzenwechsel, Münzen, in Münzenrollenwechsel. Hier musst du wahrscheinlich einzeln reinziehen. Ach du Scheiße. No. Hast du Zeit mitgebracht? Nee. 5. 15 Stück. Kommt dann wieder raus. Leute, ich habe jetzt hier eine Bescheinigung bekommen. Normal musst du 6 Euro bezahlen. Dieser Automat ging nicht. Sieht man mich? Der Automat ging nicht, Leute. Wir mussten das so abgeben. Die wirst du morgen abgeholt und kommt dann morgen wahrscheinlich auf die Bank. Dann holen wir einen Kontoauszug und dann gucken wir, wie viel Geld drauf war. Ihr habt ja gesehen, der Automat hat leider nicht funktioniert. Der ist mehr zum Scheine wechseln in Kleingeld, als statt Kleingeld anzunehmen. Und das war die größte Bank hier in der Nähe von der Kreissparkasse, deswegen mussten wir das so machen. Das wird jetzt weggeschickt und wahrscheinlich dann morgen. Dann machen wir kurz einen Cut hier, Freunde. Und für euch ist es ja direkt nur ein paar Sekunden, dann geht es weiter und dann wissen wir, wie viel Geld wir haben. Okay. So, Freunde, hier ist der Schein, den zeige ich euch gleich hier. Freunde, und zwar hat es 2 Tage lang gedauert, bis wir hier die... Am 29. haben wir es abgegeben, am 30. wurde es eingebucht, am 31. ist es jetzt über. Ne, am 30. wurde es gestern schon sogar überwiesen. Es hat 0 Euro Gebühren gekostet, das einzulösen. Wir mussten die ja beim Schalter abgeben, diese Münzen, weil das mit den Automaten nicht geklappt hat. Nico hat gesagt, es wird 100 Euro. Ich habe gesagt, vielleicht 40 Euro. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren getippt habt. Also, ihr solltet ja vorher tippen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Mal hoffen. Und es ist genau diese 2 Gläser gewesen, sieht man es jetzt, 89 Euro und 15 Cent, Freunde. Man, das glaubt man gar nicht, eine 89 Euro. Nico hat aber gesagt, es sind bestimmt 100 Euro, es war auch sehr, 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 sehr schwer. So, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen, Freunde. Guten Rutsch kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber es ist jetzt noch kurz, heute ist Silvester. Ich hoffe trotzdem, dass ihr gut in eure Familien reinrutscht. Kommt natürlich nach Silvester irgendwann das Video. Lasst gerne noch ein Abo da, ein Like und Kuss geht raus.